Wir brauchen unsere Wälder. Sie sorgen nicht nur für frische Luft und sauberes Wasser, sondern auch für Schönheit und Inspiration, Ruhe und Erholung sowie ein reiches Tier- und Pflanzenleben. Außerdem spielen Wälder eine entscheidende Rolle bei der Aufnahme von CO2, dem Gas, das am meisten zur globalen Erwärmung beiträgt. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass die europäischen Wälder größer werden. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen machen Wälder heute 37,8% der Fläche der EU-Länder aus. Doch mehr als das. Diese Zahl bedeutet einen Anstieg um 30% seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Und sie steigt weiter, jährlich um 6.450 Quadratkilometer. Umgerechnet kommen damit pro Tag neue Wälder mit einer Fläche von über 4.000 Fußballplätzen hinzu. Damit der Rohstoff Holz nachhaltig bewirtschaftet wird, nutzen Papierunternehmen und andere Waldnutzer Zertifizierungssysteme für die Forstwirtschaft. Sie garantieren, dass ein Produkt aus Holz hergestellt wird, das aus wirtschaftlich, ökologisch und aus sozial verantwortungsvoll verwalteten Wäldern stammt. Die Waldzertifizierung beruht auf einer Produktkette, die es gestattet, die Herkunft des Rohstoffs in jeder Phase des Produktionsprozesses bis zum Ursprung zurückzuverfolgen. Zertifizierte Wälder werden regelmäßig einem Audit unterzogen, das sicherstellt, dass die Ressourcen effizient genutzt werden, um einen gesunden Wald zu erhalten. Beispielsweise stammen rund 50% des in der europäischen Papierindustrie verarbeiteten Holzes aus Schwachholz, das beim Durchforsten anfällt, damit andere Bäume gesund wachsen können. Weitere 25% stammen aus Holzresten anderer Branchen, zum Beispiel Sägewerken. Damit stammen nur 25% von ausgewachsenen Bäumen, und zwar nur von Ästen und Baumkronen. Die geernteten Bäume werden dann durch Anpflanzungen oder natürlich nachwachsende Pflanzen ersetzt. Weil die Papierindustrie Holzreste, Äste und Baumkronen nutzt, wird das Eigentum von Wäldern rentabler. Das ermutigt zu besserem Forstmanagement und zur Ausweitung der Wälder. Auf diese Weise leistet die Papierindustrie einen wertvollen Beitrag zu den sich ausbreitenden Wäldern Europas. Dans cette forêt a trois vocations. La première, c'est sylvicole, de façon à améliorer la qualité des peuplements et permettre la régénération au sol des jeunes semis. Ensuite, paysagère, puisque nous sommes dans une forêt d'accueil du public et nous devons mettre en évidence les arbres remarquables. Et la troisième vocation, c'est la sécurité. L'aspect sécurité est très important parce que nous avons des gens qui se promènent le long de ces allées. Cette forêt est vieillissante et il faut absolument qu'on soit vigilant par rapport à ça. Bäume spielen eine wichtige Rolle bei der Senkung des Kohlendioxidgehalts. Sie nehmen CO2 aus der Luft auf, spalten es auf und geben Sauerstoff an die Luft ab. Weil sie den Kohlenstoff im Holz binden, dienen Bäume als Kohlendioxidsenke, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre in einer festen, inaktiven Form bindet. La forêt joue un rôle capital dans le cycle du carbone. La séquestration du carbone en forêt est maximisée dès lors que plusieurs stratégies sont développées conjointement. La première consiste en l'augmentation des capacités de stockage. Ça repose sur le reboisement des parcelles ou la régénération naturelle. Une seconde stratégie est de substitution, de remplacer donc les énergies fossiles par du bois énergie. Étant donné que l'utilisation du bois à destination énergétique permet de compenser les émissions de CO2. Die Forschung hat erwiesen, dass junge Wälder beim Binden von Kohlenstoff viel effizienter sind als alte Wälder. Ausgewachsene Bäume nehmen nicht viel Kohlenstoff auf. Außerdem beginnt mit dem Alter auch der Zerfall, bei dem Kohlenstoff und andere Treibhausgase zurück in die Atmosphäre gelangen. Junge Bäume dagegen wachsen schnell. Und daher ist die Aufnahme von Kohlenstoff hoch. Um Kohlenstoffbindung und Einlagerung zu maximieren, brauchen wir gesunde Wälder, deren Bäume regelmäßig geerntet und nachgepflanzt werden. Ein Hektar Wald bindet durchschnittlich bis zu 10 Tonnen CO2 pro Jahr. Wenn wir sicherstellen, dass es in unseren Wäldern viele junge, gesunde Bäume gibt, steigt dieser CO2-Anteil. Und damit steigt die Effektivität unseres Kampfes gegen den Klimawandel.
Recycling hilft ebenfalls, unsere wertvollen Waldressourcen zu schonen. Heute werden 64% des europäischen Papiers wiederverwendet. Papierhersteller recyceln mehr ihre Produkte als jede andere Industrie in Europa. Darüber hinaus sind Papierunternehmen eine freiwillige Verpflichtung eingegangen, um diesen Anteil noch zu erhöhen. Tatsächlich ist der Umgang des Papierrecycling in den letzten 5 Jahren beinahe doppelt so schnell gewachsen wie der Papierverbrauch. So wichtig Recycling auch sein mag, es wird immer ein Bedarf an frischen Holzfasern aus nachhaltigen Quellen geben. Und das ist doch eine gute Nachricht. Denn wie wir gesehen haben, trägt die europäische Papierindustrie wesentlich zu gut bewirtschafteten, sich ausdehnenden Wäldern bei. Wälder, von denen wir alle noch lange Zeit profitieren werden.